Der DAX hat die Bremse eingelegt. So war er heute Morgen noch relativ gut gestartet. Da ging es nach oben bis auf 6.116 Zähler. Aber dann peu à peu im Tagesverlauf gab er diese Gewinne wieder ab und drehte sogar ins Minus, sodass er jetzt bei 6.002 Punkten immerhin noch über der psychologisch wichtigen Marke von 6.000 Punkten notiert, aber eben auch mit 53 Punkten oder 0,9% im Minus. Thema des Tages war natürlich der neue Ministerpräsident von Italien, Mario Monti, der nun als Regierungschef feststeht und nun eine Regierung formen soll. Es heißt, dass dies jetzt rasch geschehen werde, denn die Probleme in Italien sind natürlich groß. Aber die Zweifel ebenfalls, ob nun Mario Monti oder irgendein anderer so ohne weiteres die großen Probleme Italiens beheben wird können, das ist die große Frage. Der Reformstau muss gelöst werden, die Schulden müssen abgebaut werden und dies alles soll natürlich letztlich wieder für Vertrauen sorgen. Und dieses Vertrauen würde dann auch die hohen Zinsen, die Italien im Moment zahlen muss, wenn sie eigene Anleihen herausgeben, wieder drücken. Im Moment sieht dies aber nicht so aus, denn heute hat Italien neue Anleihen herausgegeben im Wert von 3 Milliarden Euro. Und die durchschnittliche Rendite der fünfjährigen Anleihe, die stieg dabei auf ein neues Rekordniveau von 6,29%. Bei der letzten Ausgabe von Anleihen waren dies noch 5,3%. Da sieht man schon, was in der Zwischenzeit am Markt passiert ist. Das drückt auf den DAX, aber die Privatanleger an der EUWAX, die haben die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Sie kaufen jetzt doch wieder Call-Optionsscheine und Long-Zertifikate. Das zieht den EUWAX-Sentiment-Index auf plus 30 Punkte nach oben. Allerdings gehen sie dabei auch sehr, sehr vorsichtig zu Werte. Werke. Auf fallende Kurse wird hingegen bei den Banken und Finanzwerten gesetzt. Wir haben Put-Optionsscheine heute im Kauf gesehen auf die Allianz, auch auf die Deutsche Bank. Das sieht alles andere als gut aus. Und völlig abgestraft von der Börse werden heute die Solartitel SolarWorld und Qcells, nachdem sie hier Quartalsverluste ausweisen mussten bei SolarWorld erstmals. Und das war eine so herbe Enttäuschung, dass die Aktien abgestraft werden. SolarWorld 14% im Minus und Qcells sogar 28,7% im Augenblick im Minus. Anleger trennen sich hier von Calls auf SolarWorld.